Guten Abend, liebe Schwestern und Brüder. Ganz besonders willkommen heiße ich Herrn Leif Skuklöf und unseren Basilika-Organisten Herrn Lehnen. Den brauche ich hier nicht willkommen zu heißen, der ist ja hier fast zu Hause. Und begrüße Sie alle zu einem äußerst spannenden Abend im Rahmen unseres Basilika-Jubiläums, während der Orgelmusik entsteht in unserer reich bebilderten Basilika in nur einer Stunde ein Bild, das dann übrigens versteigert werden soll. Der Erlös geht natürlich in dieses Gebäude. Ich möchte jetzt nur ganz kurz grüßen und Herr Lehnen bitten, inhaltlich in den Abend einzuführen. Gleich beten wir noch zusammen das Magnificat. Wenn Sie möchten, nehmen Sie sich ein Pilgerbuch, sonst bete ich es vor. Ja, auch von mir aus einen wunderschönen Abend. Ich bin froh, dass Sie alle gekommen sind, um diesem Experiment beizuwohnen. Besonders begrüße ich natürlich Leif Skuklöf. Ganz herzlich willkommen. Wir haben uns jetzt kennengelernt und es war ein wunderbares Kennenlernen. Ich hoffe, ich darf das so sagen. Es war direkt, von mir aus kam direkt das Herz rüber und ich glaube, das wird eine ganz dolle Herzensangelegenheit von uns beiden heute Abend. Deshalb sehr, sehr spannend. Diese Idee, ein Bild zu malen und dazu Orgelmusik zu machen, entstand schon während des Studiums. Mein Studienkollege und Freund Christian Rose, der auch schön, dass er hier ist, freue ich mich riesig drüber. Und ich, wir hatten schon damals die Idee und haben das auch mal im Fernsehen gesehen, dass ein ganz berühmter Organist mit einem Künstler das machte. Und immer hatten wir Lust dazu, das zu machen. Und da Christian hobbymäßig malt, hat er sich dann irgendwann einen Lehrer genommen und dieser Lehrer ist Leif Skuklöf und hat das dann in seiner Pfarre in Menden selber gemacht. Da war das Thema der Sturm auf dem See und ja, es ist sehr, sehr toll eingeschlagen, diese Sache. Ich habe das dann auf dem Video gesehen und war völlig begeistert, wie das rüberkommt und habe direkt gesagt, das muss ich auch machen, ich will auch. Ja, und nun ist es soweit, ich bin total aufgeregt und der Leif sagt das auch. Er ist aufgeregt, weil er natürlich in ziemlich kurzer Zeit ein so riesiges Bild malen muss. Normalerweise, Sie können sich vorstellen, entsteht ein Bild über Tage, vielleicht Wochen, man kann verbessern, man kann korrigieren und jetzt, wir haben uns so circa eine Stunde genommen, vielleicht wird es ein bisschen länger, um dieses Bild entstehen zu lassen. Für mich ist das andersrum, es ist wahnsinnig lang, eine Stunde zu spielen. Ich bin mal gespannt, ob mir da noch was einfällt überhaupt. Also, wir sind beide in Spannung. Ja, das Thema hat Pfarrer Tellinne netterweise schon benannt, Maria Heimsuchung. Sie wissen alle, dass Heimsuchung heutzutage ist, das so ein bisschen hat so einen negativen Touch. Immer wenn was Böses einen heimsucht, das ist überhaupt nicht gemeint. Im Gegenteil, sie besucht das Heim ihrer Verwandten Elisabeth. Das ist also das Besuchen ihrer Freundin. Das ist eine wahnsinnige Freude, die darüber kommt. Beide sind schwanger, ohne, ja, ungewollt hätte ich beinahe gesagt. Elisabeth hat wahnsinnig lange darauf gewartet und endlich hat es geklappt. Und Maria, ja, Sie wissen alle, wie es dazu gekommen ist. Die beiden begegnen sich. Ja, dieses Bild soll dann ausgestellt werden, hier drüben in dem, bei Blömen im Schaufenster auf der Ecke, bis zum 1. November, also bis zum Abschluss der Wallfahrt und dann gegen ein Höchstgebot versteigert werden. Es kommt dann ganz unserer Restaurierung der Orgel zugute. Ich sage mal, normalerweise fangen Bilder von Leif Skuklöf bei 3.000 Euro an. Sie können sich ja schon mal überlegen, was Sie bieten wollen. Mein ganz herzlicher Dank gilt noch der Volksbank, die dieses Event ganz großzügig unterstützt hat. Und jetzt möchte ich gar nicht mehr so viel reden. Leif, vielleicht kannst du noch sagen, mit was für, ich kenne da gar nichts von, was für Farbe du malst, was du für Techniken anwendest, während ich dann nach oben gehe. Und dann hoffe ich, dass Sie einen spannenden Abend erleben. Wer das Bild nicht kaufen will, kann dann gerne nachher eine Kollekte für die Orgel da nett was reintun. Ne? Vielen herzlichen Dank für Ihr Kommen und
Ja, ich glaube, Sie dürfen auch zwischendurch ruhig mal nach vorne kommen. Das stört uns nicht, oder? Wenn man mal ein bisschen näher gucken will. Ich weiß nicht, ob man da hinten so viel sieht. Kommen Sie nachher gut nach Hause. Tschüss. Ich heiße euch auf, ganz herzlich willkommen. Das ist ja eine ganz ungewöhnliche Aufgabe, in eine Kirche zu malen und auch dann so schnell eine Stunde, ist sehr wenig. Und so ganz, ganz sicher bin ich nicht, dass es gut klappt, aber ich werde mein Bestes tun. Die Andeutung Maria Heimsuchung habe ich dann doch ja als Thema genommen. Man kann das Thema natürlich damit 1000 Variationen machen. Ich habe jetzt gedacht, an dem Moment, wo Elisabeth und Maria sich treffen, das ist jetzt mein Thema, die ich dann versuche, spontan zu malen. Also zwei Frauen in Freude über das, was so spannend passiert ist, wo kein weiß wie. Und dieses Moment, wo die sich treffen, wie gesagt, werde ich jetzt mit Farben malen. Das ist Acrylfarben, das ist nicht Ölfarben. Ölfarben trocknet sehr langsam. Ich habe Acrylfarben gewählt, die mischt man mit Wasser, also praktisch so wie Aquarell, nur ein bisschen dicker. Und dann habe ich die Chance, wenn ich falsch male, kann ich vielleicht ein paar Minuten später wieder übermalen. Ich habe also ein bisschen Korrektur und das werde ich wahrscheinlich auch einsetzen müssen, denke ich mir. Aber das wird ganz spontan. Also ich weiß oft nicht, wie das jetzt wird, aber ich hoffe, dass es so gut wird, wie es in meinem Kopf jetzt gerade steht. Also die Übertragung ist immer schwierig, aber ich versuche mal. Ja, herzlich eingeladen zu diese kreative Reise. Danke. Elisabeth grüßt Maria und sagt: Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Sie preist sie selig. Selig ist die, die geglaubt hat, dass geschieht, was der Herr ihr sagen ließ. Und darauf betet Maria das Magnificat, das jeden Abend im Abendgebet der Kirche vorkommt. Sie finden es im Pilgerbuch unter der Nummer 86. Wenn Sie möchten, beten wir die Verse im Wechsel. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter, denn auf die Niedrigkeit. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Dass er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Thank you.
Thank you.
Musik.